Eine Nachricht von Tukfan. Ich werde nicht zulassen, dass mein Königreich den Eindringlingen zum Opfer fällt. Nicht, nachdem wir es so weit geschafft haben. Auf unseren Ländereien haben wir Zugang zu Holz und Stein. Aber das wird nicht reichen. Um mehr dieser Rohstoffe zu erlangen... So, schönen guten Tag, Leute. Willkommen hier zum First Look von dieser neuen Demo von Stronghold Warlords. Ich habe hier gerade noch ein paar Optionen ausprobiert. Ich kann leider nicht im Fenstermodus auf mein Streaming-Programm zugreifen. Das ist ein bisschen blöd. Was? Und ich muss hier mit der rechten Maustaste bestätigen und das ist überhaupt nicht meins. Und mehr Optionen habe ich hier noch nicht. Scheiße. Das ist nicht so mein Fall, mit rechts zu bestätigen. Hier ist unser Kornspeicher. Überragendes Haus. Nee, dann ist es unser Kornspeicher. Konsulat. Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Axtschmiede. Ziemlich groß. Ah, hier ist der Kornspeicher. Dann brauchen wir ein Lager. Das müsste das hier sein. Perfekt. Ich sollte vielleicht mal mein Bild noch ein bisschen... umsetzen. Und dann... zu groß. So, jetzt passt das. Bin ein bisschen abgeschnitten. Muss mittig im Bild sitzen. So. Okay, alle Einstellungen sind durch. Jetzt können wir mal austesten, was wir hier so im neuen Stronghold erwarten können. Ich bin ja ein großer Fan. Und deswegen weiß ich schon das ein oder andere über dieses Spiel. Hier sind unsere Holzfäller. Muss ich dich anweisen oder was? Ne, das sind Feinde. Das sind Feinde. Ich sehe hier keine Bäume. Hoffentlich funktionieren Büsche auch. Ich brauche Häuser. Ah, hier sehe ich die Bauern, wie viele ich zur Verfügung habe. Gehöft. Bietet 8 Wohnräume, jetzt. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Dann haben wir hier Belagerungscamp. Feuerochse, den holen wir uns jetzt mal. Ein Ochsen beladen mit Feuerwerk. Schicke ihn zum Feind, damit er dort maximalen Schaden anrichten kann. Danke für die Info. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht an den Einstellungen vom Spiel. Machen wir nochmal aus und an und hoffen, dass es jetzt funktioniert. Ansonsten muss ich die Grafikeinstellungen vom Spiel ein bisschen... Ja, oh, das Spiel laggt. Machen wir mal auf hoch. Ja, das Spiel, das laggt. Vielleicht geht's auf.
So vielleicht. Oh. Achso, ich muss anwenden, oder? Manche Einstellungen werden beim Neustart des Spiels wirksam. Okay. In dem Fall mache ich meine Kamera einfach aus. Dann sieht man nicht diesen Delay von meiner Stimme und meinen Bewegungen. Und dann klappt das auch. So. Dann kann ich auch wieder beruhigt in den Vollbildmodus starten. Und jetzt will ich endlich dieses Spiel testen. Also ein Feuerochse hier. Testen wir ihn gleich mal aus. Attacke! Haha, wie geil! Boah, das war jetzt echt gut. Das Spiel braucht definitiv mehr Optionen für die Grafik. Sonst spackt ihr die ganze Zeit mein PC. Oh, guck dir das an, der fackelt sogar alles ab. Geil. Nehmen wir noch einen Katapult mit. Schon ein Riesenkatapult. Wir haben keinen Reis mehr, Hoheit. Unsere Baumeister haben uns Feuerpfeilwagen bereitgestellt, um Überfälle abzuwehren. Diese Wagen feuern Salven aus Feuerpfeilen ab. Sie sind sehr wirkungsvoll gegen Feindesgruppen über Entfernungen hinweg. Wir können mehr Feuerpfeilwagen in der Belagerungswerkstatt ausbilden. Danke, das habe ich schon gerafft. Sammeln Stein 50. Sammeln Holz. Ah, der hat es gerade abgeliefert. Schweinezucht. Ein bisschen Sauereien vor der Burg. Und jetzt bauen wir doch mal ein bisschen die Burg. Ein Turm. Ein Wachturm hier. Eine Treppe da. Zwei Treppen sogar. Was haben wir hier sonst noch? Hui. Die Optionen hier gefallen mir wirklich gut. Wir müssen einen Steinbruch suchen. Ein bisschen rauszoomen da. So ein Steinbruch. Achso. Nicht genug Holz. Wir brauchen noch eine Holzhütte. Oh, der muss voll in den Arsch der Welt laufen. Radiergummi. Deine Hütte verlegen wir hierher. Sonst muss ich ja so viel laufen wie ich bei der Arbeit, dass ich ja... Die Nanue greifen an. Wir müssen unsere Kriegsherren verteidigen, Hoheit. Die Nanue? Ich habe noch keinen... von Tupfan. Keine... Dieser Jao Tu macht mir keine Angst. Bis er eine Armee aufgestellt hat, reichen unsere Wälle bereits bis in den Himmel. Nicht genug Holz. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich Soldaten ausbilden kann. Konsulat, Markt, Botschaft. What? Peace, Krieg und Frieden.
ein Tor. Kleiner Turm. Nee, ich brauche immer noch einen Steinbruch. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Das habe ich schon kapiert, danke. Wasserbüffeljoch. So. Ah, hier. Er kommt jetzt. Eisenmine. Ich habe hier noch kein Eisen gesehen. Bei mir gibt es kein Eisen. Ah, hier. Aber ich brauche jetzt erstmal eine Ausbildungsstätte. Elegantes Haus. Also beim alten Stronghold haben sich die Hütten immer selbst entwickelt. Je nach Zeit, vergangener Zeit. Wenn ich das jetzt auch noch hier selber übernehmen muss, ist es ganz schön traurig. Es kann nicht sein, dass ich im Belagerungscamp. Unterkünfte. Waffenkammer. Die kann ich noch nicht bauen. Und wieso kann ich die nicht bauen? Dies ist euer Land. Cool. Ich muss sagen, das gefällt mir bisher, das Spiel. Ich mag Strategiespiele. So, also dann bauen wir doch mal eine Rüstungsschmiede und eine Schwertschmiede, damit wir gleich Ritter ausbilden könnten, wenn ich genug Holz hätte. Gott, ich brauche mehr Holzfäller. Eine weitere von Zhao Tuos Truppen ist angekommen. Nein. Mache ich noch mal das Ding kleiner. Wisst ihr, was ich meine? So, dass sie sehen kann, die Grundfläche. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Ah. Cool. Richtig cool. Das Spiel gefällt mir, muss ich sagen. Ja,
将火焰剑撤开过去。小尉，我累了。振奋精神。哈，这个简单。加入战斗，又要打仗吗？很可怜。我们马上出发。我们马上出发。 Du Trottel, du sollst auf die hier schießen. Komm schon. Wieso kann ich die nicht bauen? Nein, ich war schon immer so. Axt. Ich war immer so der Fan von Pikenieren. Wo immer der gerade herkam. Also diese Rechts-Links-Maus-Steuerung müssen wir auf jeden Fall einstellen können. Und das Spiel läuft halt auch nicht. Ich kann es auch nicht flüssig streamen. Okay. Ich frag mich, wieso ich das nicht bauen kann. Ich brauche eine Waffenkammer. Kann ich auch nicht bauen, Alter. Und wie soll ich so Menschen ausbilden? Spackos, hey, Konsulat. Was bringt mir ein Konsulat? Wir sind gut. Gongjianshou xianxing, kuai shou chengqiang. Tukpan. Das ist, glaube ich, der König. Du bleibst schön da oben drin. Der Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Kriegsherren erobert, ja, wie soll das gehen? So, jetzt bauen wir erstmal einen Marktplatz. Wir werden angegriffen. Habe ich hier so eine Waffenkammer? Tatsache, ich habe eine. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Ah, und ich habe hier Unterkünfte. Bauern werden benötigt, Hoheit. Wo die die Schinner? Wo sind die? Lebt in Villen.
Der wird jetzt ihn immer auslachen. Mit Feuerachsen machen wir Feuer und einmal. Alter, die Mucke einfach. Ich kämpfe gegen meine Holzfäller. Mach die Tore zu. Ja, ich kann nichts machen, Leute. Ah, doch. Los, Angriff! Dieses Bauwerk ist unzugänglich, Hoheit. 去行军，他们真可怜，我不想死。Franker Scheiß。哈，这个简单。出发。要我怎么效劳？ Maus Warlord. Wir werden angegriffen. Ich brauche neue Bogenschützen. Diplomatiepunkte. Ja, und was heißt das jetzt für mich? Warlord verbessern, Lieferungen anfordern, reicht.
Braucht der Turm gar keine Treppe. Feige Shit. Cool. Wir müssen nach Hause gehen. Na gut, Leute, wir sind dann hier eigentlich so weit am Ende. Ich glaube, die zwei anderen Warlords erobern müssen wir nicht mehr. Wir haben alles gesehen, was es zu sehen gab. Wir können hier Handel treiben. Ziemlich cool. Man kann die Map hier drehen, wie man möchte. Und die Sicht verändern. Zusammenfassend, die Mucke ist scheiße. Zu wenig Einstellungen. Das Holz auf der Demo-Map ist auf der falschen Seite. Wenigstens kriegen wir Stein und Eisen. Aber die Einheiten sind alle cool. Ja, also wir können uns auf den Release auf jeden Fall freuen und die neuen Funktionen, dass man auch online spielen kann, werden ja jetzt auch natürlich dazukommen, die gab es vorher nicht, früher war das Internet ja nicht so verbreitet in der alten Stronghold-Zeit, aber jetzt ist es ja Standard. Jo, in diesem Fall, Leute, ich danke euch fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.